Hallo und herzlich willkommen beim Fußballradio Schelsig. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Klaus und... Hier ist Jakob. Und in unserer Freizeit sind wir nicht nur Blindenreporter, sondern wir sind auch IT-Spezialisten. Es tut uns so leid, ihr habt die ersten rund 50 Minuten dieser wichtigen, wichtigen Partie verpasst. Und ich glaube, uns beiden tut es auch echt in der Seele wenig, wa, Klaus? Ja, das ist furchtbar, ehrlich. Ich habe hier Anrufe von Bekannten, von Freunden bekommen. Alle sagten, was ist mit dem Radio los? Aber jetzt ist es soweit. Jakob hat hier eine Stunde, 60 Minuten schweißtreibend hier dran gearbeitet. Und jetzt ist es soweit. Wir sind live hier bei unserem Spiel, Jakob. Erzähl mal ein bisschen von dem Spiel. Du müsstest davon erzählen. Ich war die ganze Zeit im Rechner. Ich habe eigentlich nichts mitbekommen. Eine rote Karte gab es? In der 11. Minute. Von? Von dem Pieper. Pieper hat in der 11. Minute als letzter Mann unseren Stürmer gefoult und ist dann vom Platz geflogen. Alles klar, damit ist der linke Verteidiger weg. Ganz Gehen genau. wir ganz kurz trotzdem durch die Aufstellung. Fangen wir an mit unserem Gegner. Da haben wir Jiří Pavlenka im Tor. Davor ist Niklas Stark als Innenverteidiger. Rechts von ihm ist Anthony Jung. Das heißt, Jens Stache auf der linken Seite wird es wahrscheinlich jetzt fallen lassen. Rujev macht den Sechser davor. Oliver Burke ist auf der rechten Seite. Bittencourt im Offensiven. Und dann im offensiven Mittelfeld. Und dann haben wir eine Dreier-Sturmspitze sozusagen. Marvin Duksch. Und auf der rechten Seite haben wir, lass mich nicht lügen, Schmid. Romano Schmid. Genau. Und dann Niklas Füllkrug in der Mitte. Und der Duksch, der hat auch das 1-0 gemacht, kurz vor der Pause. Eigentlich aus dem Nichts. Viktoria hat hier auf jeden Fall auf Augenhöhe gearbeitet. Aber dann, wie es so oft kommt, geht der Bundesligist doch in Führung. Ein Abstaubertor war es. Aber die Viktoria macht sich ganz gut. Kannst du mal kurz sagen, wer bei der Viktoria in der Startaufstellung steht? Also in der Startaufstellung ist wie immer unser Ben Voll im Tor. Mit der Nummer 3 ist Michael Schulz dabei. Mit der Nummer 6 spielt hier Stefano Russo. Mit der Nummer 8 Danny Bogicovic. Mit der Nummer 10 unser David Philipp, der heute auch sehr stark in dem Sturm hier aufgetreten ist. In der die Nummer 15 Christoph Krieger. Mit der Nummer 19 Brian Henning. Und unser Kapitän mit der Nummer 23 Marco Fritz. Mit der Nummer 28 Paco. Paco natürlich Koron Kiewicz, mit der Nummer 30 Luca Masaila und mit der Nummer 37 Niklas May. Ja, da sagst du es richtig. David Philipp hat seine Jugend auch bei der Werder gehabt und deswegen ist er, glaube ich, besonders heiß. Und jetzt sehen wir auch eine Ecke. Springen wir direkt mal rein. Es ist eine Ecke von der linken Seite für die Viktoria. Dort steht Bogicevic zusammen mit Philipp. Gucken sich den aus. Da stehen viele Leute am zweiten Pfosten, auch unsere ganz hochgewachsenen wie Chris Greger, Niklas Schulz aus der Verteidigung. Jetzt kommt der Ball rein. Bogicevic an den zweiten Pfosten. Da ist... Oh, Schulz kommt zum Kopfball, aber Pavlenka kann auf der Linie noch mal klären. Das war heiß. Das war die größte Chance, die wir bis dato hier von unseren Viktorianern gesehen haben. Das war eine hervorragende Chance. Kopfball auf den Torwart, genau auf der Linie konnte er den Ball nur noch gerade nach vorne schlagen. Jetzt wieder Einwurf von der linken Seite für die Viktoria. Ja, und der Ball kommt zu Greger. Der spielt einen diagonalen Ball an die rechte Seite des 16ers. Oh, der Ball verspringt etwas komisch auf dem Rasen und deswegen kann ein Werderaner ihn unter Kontrolle bringen. Nein, kann er nicht. Der Ball geht an der rechten Eckfahne ins Aus. Einwurf für Gronkiewicz. Schnell ausgeführt zu Philipp. Philipp an der 16er, der zieht drauf. Und da duckt sich der Werderaner weg. Deswegen hat der Ball auf einmal freie Bahn aufs rechte untere Eck. Pavlenka macht sich ganz lang und kann diesen Ball noch am Posten vorbeischlagen. Aber ganz, ganz knapp war das, liebe Zuhörer. Wenn ihr das mitbekommt, was jetzt hier für eine Stimmung im Hühnberger Sportpark ist, ganz plötzlich ist die Viktoria da. Sie versucht hier jetzt immer mehr zu drängen. Jetzt Eckball von der rechten Seite für die Viktoria, weil der Keeper von den Bremern gerade noch den Ball über die Linie schlagen konnte. Jetzt der Eckball, der wird geschlagen von unserem Spieler mit der Nummer 8. Kopfball in die Mitte hinein und wieder Kopfball und Schuss von der Viktoria. Oh, und schon wieder. Aber immer noch auf die Viktoria auf der Seite, immer noch vorbei. Geht am ersten vorbei, spielt die Flanke rein. Neuer Kopfball. Pavlenka kann erneut halten. Mein Gott, die Viktoria ist am Drücken hier in den ersten Minuten der zweiten Hälfte. Ihr bekommt mit, wir beschlagen uns hier schon mit unseren Worten. Jakob ist schneller als ich, ich bin wieder schneller als Jakob. Das Spiel hat ja eine Dynamik gerade aufgenommen. Wunderbar, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Auf jeden Fall. Da ist es wie, als ob sie gewartet hätten mit dem richtigen Fußball, bis wir endlich online waren. Du hast vollkommen recht, genau, bis wir endlich dabei sind. Und jetzt erleben wir hier wirklich ein sehr, sehr spannungsreiches Spiel bei herrlichstem Wetter hier im Hühnberger Sportpark. Gegenüber auf unserer Seite von der Haupttribüne befinden sich in grün-weiß die Werder-Fans, die ganze Zeit 45 Minuten ihre Mannschaft angefeuert haben. Aber man muss sagen, das Spiel war bis dahin nicht berauschend, was die Werderaner gebracht haben. Mit einem glücklichen 1:0 führen sie. Jetzt gehen wieder die Viktorianer von der linken Seite, greifen sie an. Und Einwurf von der linken Seite von Niklas May. Nein, das war nicht Niklas. Das ist doch Brian Henning. Brian Henning war es, weil normalerweise von der linken Seite wirft immer May ein. Ja? Genau, und Henning hatte sich schneller den Ball besorgt, den jetzt auf die rechte Seite gebracht zu Schulz. Der zieht einfach aus 40 Metern ab. Warum denn nicht?
Ball prallt im 5-Meter-Raum auf, geht weg. Das war keine Gefahr für Pavlenka im Tor vom SV Werder Bremen. Der Mann, der heute nicht in grün-weiß spielt, sondern in strahlend rot im Tor des SVW, legt sich jetzt den Ball in die Mitte seines 5-Meter-Raumes, zieht sich nochmal die Schützen zurecht, wartet, bis seine Mannen zusammen mit der Viktoria im Geleitschutz sich in die Hälfte der Viktoria begeben. Der Ball wird weit kommen. Und jetzt passiert das auch so. Der Ball geht weit in die Hälfte der Viktoria. Erste Kopfballabwehr von Russo geht in die Füße der Werderaner. Die kommen auf der rechten Seite. Bittenkurt will vorbei. An Schulz bleibt in erster Instanz hängen. Und dann kann May den Ball unter Kontrolle bringen. Vielleicht ist ein Gegenangriff. Das ist Russo. Auf der rechten Seite. Nein, er wird gestoppt. Muss zurückspielen in den Strafraum der Viktoria. Die spielen dort klein-klein mit einigen Werderanern. Ben Voll mit einem flachen Pass da raus. Aber die Viktoria kann sich lösen. Jetzt ist es Russo. Der startet. Geht jetzt in die Hälfte. Von SV Werder Bremen spielt den diagonalen Ball auf die rechte Seite zu Koronkiewicz. Koronkiewicz schreibt den Ball weiter zu Philipp. Der ist jetzt an der 16er Kante. Zieht nach innen. Spindet Henning. Der legt ab auf Russo. Russo hat den Kopf oben. Spielt rechts raus auf Schulz. Schulz spielt noch weiter rechts raus auf Koronkiewicz. Der an der 16er Kante. Will zu Donny Vukicevic spielen, aber der Ball wird in erster Instanz geblockt. Jetzt kommt er doch zu Donny Vukicevic. Er steht wenige Meter von der rechten Kante des 16ers entfernt. Spielt auf Koronkiewicz, der zu Philipp. Philipp geht in die Mitte. Ah, der Ball wird von ihm vom Fuße genommen. Aber der Gegenangriff wird im Keim erstickt von Greger. Ball wird wieder in die Hälfte der Werderaner gebracht, kurz an den Strafraum. Oh, und dort kann Werder sich befreien. Bittenkurt ist es, der dann gelegt wird von von Moritz Fritz, Entschuldigung, das macht der Klug, der Kapitän von Viktoria Köln, unterbindet hier den Angriff im Keime erstickt. Und jetzt kommt es zur Auswechslung in der 60. Spielminute. Es ist Schluss für Torschützen Marvin Ducksch und für ihn in die Partie Christian Groß. Christian Groß. Genau, und wir haben gerade Freistoß hier auf der linken Seite, ungefähr vor der Haupttribüne wird der Freistoß durch Anthony Jung gerade geschlagen. Er schlägt den Ball auf seinen Mitspieler Niklas Stark. Niklas Stark treibt den Ball nach vorne auf die rechte Seite. Die Werderaner versuchen über die rechte Seite jetzt anzunehmen. Der Ball, der kommt in die Mitte zu Füllkrug. Füllkrug wird aber direkt abgeblockt. Voll kann den Ball festhalten, aber nein, es wird sogar auf Abseits entschieden. Abseits. Und jetzt baut die Viktoria wieder von hinten auf. Von der rechten Seite kommt der Ball zu Paco. Paco hat den Ball hier auf der rechten Seite direkt vor unserer Haupttribüne. Treibt er den Ball wieder zum Mittelfeld zurück zu unserem Mannschaftskapitän Moritz Fritz. Moritz Fritz auf die linke Seite auf Schulz. Schulz treibt den Ball immer weiter. Nein, Greger war es. Greger gibt den Ball weiter auf die linke Seite. Der Ball wird getragen. Auf Mai. Mai versucht den Ball nach innen zu schlagen. Und Eckball für die Viktoria. Und sie mussten das hier mitbekommen. Frust von den Werderanern, als sie den Ball wiederbekommen. Und er schlägt den weit hier in unseren Hühnberger Wald hinein. Das war nicht gerade Fairplay, Jakob. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und da wird Schiri Willenburg vielleicht auch noch den einen oder anderen Satz loswerden an Leonardo Bittencourt. Sei es drum, es gibt Ecke von der linken Seite. Da stehen ein paar tausend Werder-Fans, aber da steht auch David Philipp und Donny Vukicevic. Sie besprechen sich gerade noch. Schauen, wer den Ball hineinschlägt. Wer schlägt ihn rein? Ich glaube, mit dem linken Fuß schlägt ihn gerade rein. Mai. Mai hebt den rechten Arm hoch. Der Ball, der kommt hoch in den Strafraum. Und dann hat Luca Masaila aus dem Rückraum. Könne er Zepsi? Nein, er gibt auf Greger, der probiert die Flanke zu schlagen. Und der Ball geht ins Seiten aus. Nein, ins Tor aus. Ecke. Es gibt die nächste Ecke. Viktoria dabei, den Bundesligisten hier zusammenzuschnüren in dem eigenen Strafraum. Der sechsfache DFB-Pokalsieger in Grün und Weiß ist ein wenig am Schwimmen hier. Die 10 Mann, die noch da sind, befinden sich jetzt alle im Strafraum des SV Werder Bremen. Und die Viktoria, was macht sie jetzt? Rechte Seite, Eckball kommt von Donny Vukicevic. Na, wann kommt sie rein? Der hält den rechten Arm, der Ball, der kommt hoch rein in den Strafraum und Kopfball wird abgewehrt, wird jetzt abgeblockt. Nick Marcel versucht den Ball zu schießen, Volley, und schießt ihn in unseren Trakt von unserer Viktoria-Fans, die diesen Ball gerade wieder haben und ihn aber auch fairerweise nach vorne werfen. Und Willenburg sagt, dabei war noch ein Fuß von Werderaner zwischen dem Torschuss von Niklas May war es, bevor der Ball ins Tor ausgegangen ist. Deswegen gibt es jetzt die dritte Ecke in Folge und ist erneut eine Sache für David Philipp. Es scheint Olaf Janssen in der Kabine den Spielern schon etwas mitgeteilt zu haben, dass sie sagen, ihnen gesagt, wir sind doch mit 11 Leuten, das sind 10 Leute, auch wenn es der Bundesliga ist. Jetzt kommt die Flanke rein. Eine Chance, die Flanke kommt, ja genau. Mai spielt die Flanke rein, sie wird rausgeblockt, aber Koronkiewicz nimmt den Ball auf, spielt ihn auf Masaila an der Grundlinie, Masaila bringt die Flanke rein, die wird abgefälscht, dennoch kommt Schulz mit dem Kopfball ran. Ah, aber der Werder kann sich befreien, zumindest etwas, denn Niklas Mai ist schon wieder am Ball, spielt den Ball auf links raus. Ball kommt dazu, Donny Vukicevic, ein kleines Tänzchen geht da vorbei an seinem Gegenspieler. Und mit erhöhten Beinen links und rechts können Werderaner den Ball zunächst klären. Luca Masaila ist dabei gefallen und er sieht nicht gut aus. Er hält sich in den Oberschenkel. Kann er überhaupt noch aufstehen? Nein. Patrick Koronkiewicz hat es gesehen
und spielt den Ball jetzt aus. Sofort sagt Gwenska, unser Co-Trainer, an. Simon, komm her. Und sofort läuft Simon Handle von der linken Seite. Er wird wahrscheinlich Luca Masaila ersetzen. Philipp geht gerade zu seinem Mitspieler hin, versucht ihn hochzuheben, aber er hält sich sehr, sehr stark das linke Oberbein. Es scheint sich doch eine Zerrung oder so etwas geholt zu haben. Ja, das war auch ohne Fremdeinwirkung. Ja. Während Werderer links und rechts gesprungen sind in ihrem eigenen Strafraum, ist Luca Masaila auch noch einmal gesprungen, wahrscheinlich auch aus Aufschrei und Schmerz. Und jetzt, ja, er läuft selbstständig vom Spielfeld, aber es geht nicht mehr weiter für Luca Masaila. Schade, er war ganz schön quirlig da vorne, stellte die Werderaner Abwehr doch vor das ein oder andere Problem. Die Spieler nutzen gerade diese Pause hier, laufen alle an die Seitenlinie, nehmen sich die Trinkflasche und versuchen sich gerade zu etwas zu erfrischen. Wir haben hier 24, 25 Grad im Höhenberger Sportpark. Ja. Wie gesagt, das herrlichste Fußballwetter, was man sich vorstellen kann. Das Spiel hat in der zweiten Halbzeit von der Viktoria-Seite aus wahnsinnig mit Dynamik zugenommen. Jakob, also so viel hast du in der ersten Halbzeit nicht verpasst, außer eben dieses blöde Tor. Ja? Also ich sag euch eins, ich will nie wieder Treiber installieren und deinstallieren in meinem ganzen Leben. Wenn mir einer sagt, welchen Rechner ich dafür brauche, schickt es bitte an fußballradio@gmail.com, weil das würde ich wirklich gerne wissen. Also ein Hoch auf Jakob, aber jetzt haben wir ihn genug gelobt, jetzt schauen wir uns das weiter das Spiel an und versuchen das euch zu reportieren. Ja? Philipp hat sich auf die rechte Seite fallen lassen und hat jetzt hier den Ball bekommen von Nico Schulz, spielt den Ball diagonal in den Anstoßkreis zu Gregor, der spielt links raus. Da ist Donny Bogicevic, spielt den Ball aber wieder zurück zu Gregor, der zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Michael Schulz, der steht im Anstoßkreis, wird nicht angegriffen, macht jetzt einige Meter in die Hälfte vom SV Werder Bremen. Jetzt spielt er an Fritz. Fritz spielt rechts auf Koronkiewicz. Paco überlegt sich, wo kann der Ball hingehen. Spielt zurück auf Fritz. Und der spielt quer auf Gregor. Der spielt nach vorne zu Niklas May. Der wird angegangen von zwei Mann, deswegen dreht er ab. Spielt zurück auf Gregor. Der spielt zurück auf Fritz. Viktoria lässt den Ball gut laufen. Aber jetzt wird mal der direkte Ball gesucht. Zu Masaila. Wurde Masaila etwa nicht ausgewechselt? Nein, Masaila wurde noch nicht ausgewechselt. Obwohl er sich jetzt. Mit jetzt endlich. Weil er hält sich hier wirklich den Oberschenkel. Aber toll dennoch, dass er, obwohl er verletzt ist, hier gerade noch an den Ball gegangen ist. Also vielleicht hier nebenbei, wo wir hier eine kleine Pause haben. Es haben sich heute viele Werder-Fans natürlich in ihrer Kneipe, in der Flott, in der Heimstadt von Werder Bremen hier in Köln getroffen und haben sich auf das Spiel vorbereitet. Jetzt geht das Spiel aber wieder weiter. Über die rechte Seite wollen die Werderaner das Spiel wieder aufbauen. Der Ball hat Füllkrug verliert den Ball und die Viktoria Handle versucht direkt sich ins Spiel mit einzubringen, verliert aber hier den Ball und die Werderaner versuchen das Spiel von hinten wieder ganz in Ruhe aufzubauen. Ja, ganz in Ruhe ist so gut gesagt. Ne? Wenn man wenn man ein Spieler weniger ist, dann wird das ein bisschen schwer. Jetzt lassen sie den Ball gut laufen und kommen über Jens Dache. Stache sucht Füllkrug in der Mitte, aber da kann in erster Instanz Gregor den Ball erstmal wegkloppen. Aber jetzt kommt der zweite Ball von Stache. Ein guter Ball auf den zweiten Pfosten. Oh, da wäre Füllkrug eingriffbereit gewesen. Aber Gregor ist mit der Birne vorher dran und kriegt den Ball zumindest für den Moment aus dem Strafraum raus. Ich hatte da schon wirklich gesehen, dass Füllkrug den Kopf genau präzise nehmen wollte und ihn einnicken wollte. Jetzt aber werden die Werderaner weiter angreifen. Schuss aus der zweiten Reihe. Oh, eine Wahnsinnsparade von ungefähr 20 Meter. Mit einem Dropkick wird der Ball geschossen und er flog in Richtung des rechten Torecks und Voll flog dorthin und konnte den Ball gerade noch über die Torlatte schieben. Jetzt ist hier von der linken Seite dann eine Ecke für Werder Bremen. Ganz ruhig versucht der Werder-Spieler. Wer ist es? Es ist der Spieler mit der Nummer 10. Leonardo Bittencourt ganz genau, er legt sich den Ball ganz ruhig hin, hebt den rechten Arm und schlägt den Ball in wenigen Sekunden. Ja, der Deutsch-Brasilianer lässt sich ein bisschen Zeit und jetzt kommt der Ball rein, fliegt dann Freund. Nein! Ich glaube, das war Jens Dache mit dem Kopfball, aber Ben Voll, der Ball kam zentral auf den Kasten, faustet den in erster Instanz weg. Und oh, jetzt geht es hin und her, Niklas Stark möchte den Ball hier dingfest machen, reißt dabei aber in Viktorianer um. Es gibt Freistoß von der linken Eckfahne für den FC Viktoria Köln. Für den SC Viktoria Köln von der linken Seite. Gerade waren zwei Situationen, wo Ben Voll hier gehalten hat. Wirklich, wenn ich das Wort Weltklasse einmal sagen darf, das waren zwei Paraden, die hier gerade unsere Torhüter gehalten hat. Jetzt aber wieder wird langsam von der rechten Seite aufgebaut. Schulz hat den Ball
treibt ihn nach vorn auf die rechte Seite zu Paco. Paco hat den Ball an der Mittellinie, gibt ihn wieder zurück zu Schulz. Schulz ist noch kurz hinter der Mittellinie, gibt ihn auf die linke Seite auf Gregor. Gregor treibt den Ball über die Mittellinie, gibt einen weiten Pass nach rechts auf Paco. Paco verlängert den Ball mit dem Kopf, aber er wird abgefangen von den Werderanern. Füllkrug hat den Ball, geht jetzt über die Mittellinie, treibt den Ball weiter nach vorn, gibt ihn auf die rechte Seite auf Bittencourt. Bittencourt lässt den Ball liegen. Das ist Burke. Burke hat den Ball, geht weiter, aber er wird direkt abgefangen von den Viktorianern. Ja, das haben sie mal schnell gespielt. Allerdings muss ich weiterhin sagen, Viktoria hält hier echt gut dagegen. Schade, dass sie mit einem Tor Rückstand hier sind, weil sonst wäre es wirklich ein packenderes Spiel, weil noch alles drin wäre. So muss die Viktoria jetzt langsam mal liefern. Es sind nur noch, naja, nicht mehr wenige Minuten, aber wie viel werden es noch sein? 25? Noch 27 Minuten sind es. Ah, 27. Uiuiui. Ui, ui. So, der Ball ist wieder im Spiel eingeworfen in den Reihen vom SV Werder Bremen. Es ist hier Anthony Jung. Der spielt jetzt auf Schmid. Schmid geht vorbei an Korunkiewicz. Und somit ist auf der linken Seite ein bisschen Platz, bis jetzt endlich Russo bei ihm ist. Ihn wirklich stört, sodass er den Ball rechts rausspielt auf Burke. Den verspringt der Ball ein bisschen, sodass Mai zumindest ihn stellen kann. Burke muss den Angriff abbrechen und erstmal hinten rumspielen. Jetzt hat der Ball, er hat Niklas Stark. Spielt nach links raus zu Jung. Der wird angelaufen von Philipp. Findet Stache. Stache wird umgeworfen von Fritz und Fritz hat ihm da noch was zu sagen. Und jetzt wird er geschubst vom Bittencourt und fällt erstmal auf den Boden. Das macht der Fritz hier ganz klug, der Kapitän von Viktoria Köln. Lässt es hochgehen. Und die gelbe Karte wird gezückt. Und jetzt wird Willenburg natürlich am Bittencourt gelb zeigen. Denn ist mir egal, ob hier noch jemand ein Wort zu sagen hat. Tätig darfst du nicht werden. Ja, und das weiß Leonardo auch. Leonardo Bittencourt. Und deswegen sucht er jetzt gerade Meter zu machen. Macht auch Meter. Auch Jens Stache macht Meter. Wer holt sich jetzt die gelbe hier ab? Jens Stach holt sich die gelbe ab und Moritz Fritz holt sich auch den gelben Karton. Es kommt zu zwei Auswechslungen auf Seiten vom SV Werder Bremen. Oh ja, auch Bittencourt holt sich noch gelb ab. Und das ist mehr als richtig. Das ist mehr als richtig, ja, Jakob, was gerade passiert. Ich war schon gerade etwas enttäuscht. Ich dachte ja gut, ein Spieler von uns, ein Spieler von Bremen, aber das Bittencourt keinen bekommt, dachte ich, das kann nicht sein. Und genau, es ist aber so passiert, er hat die gelbe Karte noch bekommen. Jetzt wird er mal ausgewechselt hier von Werder Bremen. Ja, und das ist interessant, denn es kommen zwei defensive Kräfte mit Rapp und Weiser. Oh, und bei uns kommt ein Defensiver und ein Offensiver mit Najar und Leuch. Liebe Zuhörer, wenn ihr manchmal gerade mitbekommt, dass es etwas knackt, Jakob ist immer noch am Arbeiten. Er arbeitet immer noch nebenbei, dass sie übertragen noch besser. Ja. Also verzeiht es uns, aber er hat hier schon ganz, ganz viel geleistet. Also das Knacken, vielmals Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr das Knacken hört. Ihr könnt uns gerne mal einen Daumen hoch geben, wenn ihr uns gut verstehen könnt. Und einen Daumen runter, wenn ihr uns schlecht verstehen könnt. Es ist eine Heidenlautstärke um uns herum. Wir probieren uns richtig einzupegeln. Das kann mitunter etwas gut funktionieren, aber es muss es nicht. Um ehrlich zu sein, hatten wir nicht die Zeit heute, um uns richtig einzutakten. Deswegen vergönnt uns, wenn es nicht wirklich gut funktioniert am Anfang. Okay, jetzt ist Najar hier bei uns im Spielfeld und es ist Lorsch hier bei der Viktoria dabei. Mal schauen, was jetzt hier sich am Spielsystem der Viktoria verändert. Der Ball, der geht hinten von der rechten Seite. Hat Lorsch direkt den Ball, gibt ihn auf die linke Seite auf Gregor. Gregor treibt den Ball über die Mittellinie, schaut nach links, schaut nach rechts, möchte den Ball, glaube ich, wieder zurückgeben zu Schulz. Ja, ganz genau, da kommt der Ball an, hinter die Mittellinie. Schulz auf die rechte Seite zu Paco. Paco stoppt den Ball, gibt ihn wieder zurück auf Schulz. Schulz stoppt den Ball, geht über die Mittellinie, treibt den Ball nach vorne, immer weiter nach vorne. Ein langer Pass kommt dann in die Mitte. Philipp bekommt den Ball, Philipp schießt ab und Tor! Tor! Da ist das 1:1! Das ist ja ein Jubel hier in unserem Stadion. Das war ein Spielzug ganz, ganz hervorragend. Von der rechten Seite, Paco hat den Ball, treibt ihn nach innen. Doch kommt Philipp, geht an dem ersten Spieler vorbei, geht dann in die Mitte und zieht in die rechte Ecke von dem Torwart Pavlenka. 1:1 hier im Höhenberg. Sie können sich nicht vorstellen, was hier gerade los ist. Jakob, ist das nicht hier eine Stimmung? Meine Güte, Klaus, es ist so eine tolle Stimmung. Ich sehe rot-schwarze Fahnen, wo man hinsieht. Die Werderaner auf der Gegentribüne wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Der Ausgleich, der Drittligist, der Underdog zeigt dem sechsfachen DFB-Pokalsieger, was hier der Haken ist. Und erneut ist die Viktoria drauf und dran, zurückzuschlagen nach dem Rückstand. Und wir schreiben die 74. Minute. Und 1:1 steht es hier im Höhenberger Sportpark. Die Werderaner
haben das Spiel nicht gewonnen. Nein, hier ist jetzt die Viktoria. Wir sind die Viktoria. Hier wird jetzt ganz viel gearbeitet von den Viktoria-Spielern. Und die Bremer gehen jetzt wieder über Weiser, über die linke Seite. Versucht er, das Spiel heranzutreiben, geht in den Mittelkreis. Doch ja, der Ball abgefangen von Handler. Handler geht jetzt alleine auf das Tor zu. Er geht immer weiter. Ist jetzt an der Strafraumkante. Was macht er? Er zieht ab und er wird abgeblockt. Handle ging doch schon alleine. Das war hervorragend. Das war wirklich hervorragend von Handle, der auch als einziger Spieler, der hier auf dem Platz steht von der Viktoria, auch schon mal ein DFB-Pokal-Achtelfinale gesehen hat. Also ihm würde ich wünschen, dass er hier heute ein Tor macht. Vielleicht auch zum Sieg der Viktoria. Es ist ausgelassene Stimmung hier im ausverkauften Sportpark Höhenberg. Pavlenka legt sich jetzt den Ball zurecht. Der Torwart vom SV Werder Bremen darf hier einen Abschlag machen. Er versucht, die Mitspieler nach vorne zu treiben. Ja, er läuft an und möchte gerne mit dem rechten Fuß den Ball nach vorne. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schwer sich diese Schuhe anfühlen werden von den Werderanern. Zu 10 und das schon eine ganze Weile. Jetzt die Schlussviertelstunde. Der Ball wird weit in die Hälfte der Viktoria geschlagen. Ah, Kopfbälle gibt es von beiden Seiten. Im Endeffekt ist es die Viktoria hier in Grau und Schwarz, die sich befreien kann, die den Ball unter die Kontrolle bringt. In Form von Russo geht der Ball jetzt in die in den Abwehrriegel zu Schulz, der spielt rechts raus auf Korunkiewicz. Der bewegt sich in die Hälfte des SV Werder Bremen. Spielt auf Lorch, der Defensivmann, nach langer Verletzungszeit endlich wieder zurückgekehrt. Da geht es auf Valentino Russo. Russo spielt rechts raus. Nadja. Auf Nadja. Der steckt schön durch auf Korunkiewicz, der den Ball mit der Hacke noch mitnehmen kann. Der zurück auf Nadja. Oh, schön vorbei an Stache. Aber Stache bleibt zweiter Sieger, kriegt den Ball zumindest aus. Es gibt Einwurf. Einwurf für unsere Viktoria. Natürlich, wer möchte den Einwurf von der rechten Seite machen? Paco, natürlich. Und er spielt ihn weit. Auf Lorch, der hat ein bisschen Platz. Der chippt den Ball rein in den Strafraum. Aber Donny Bogicevic hatte den Rücken zum Ball. Startet deswegen zu langsam. Gerade wird hier vom Stadionsprecher gesagt, ein restlos ausverkauftes Sportparkstadion hier in Höhenberg. Bei herrlichstem Wetter steht es hier 1:1. Wunderbar. Ja, es ist wirklich großartig. Es ist einfach großartig, das jetzt zu sehen. Ja, jetzt kommt ein weiter Ball von den Werderanern. Geht bis an unsere Grundlinie. Oh, da geht es kurz vor knapp. Gregor muss einmal retten. Gregor muss zweimal retten. Der Ball geht noch weiter durch. Oh, da fällt ein Werderaner Spieler und es geht ein Meter. Oh, das gibt es nicht. Das ist jetzt bitter. Nico Schulz reißt ein um. Nicht Nico Schulz, Entschuldigung, Michael Schulz reißt ein um. Ich konnte nicht sehen, wer es war. Ich glaube, es war Stache. Und jetzt gibt es Elfmeter für den SV Werder Bremen. Und hier zeigen die Fans von Viktoria Köln an Videobeweis, aber den gibt es nicht. Nicht bei den uns hier gibt es hier nicht, auch nicht in der ersten Runde des DFB-Pokals. Das weiß jeder Sportanhänger, jeder Fußballanhänger. Wer traut sich hier von den Werderanern den Elfmeter jetzt zu schießen? Keiner der Spieler geht an den Elfmeterpunkt. Ja, aber Niklas Füllkrug hat sich den Ball schon genommen. Würde ich ihm auch zutrauen, dem Nationalspieler, dass er es hier wagt. Das ist wirklich bedauerlich nach so einem tollen Spiel, was jetzt die Viktoria gezeigt hat. Aber warten wir mal ab, was hier Niklas Füllkrug jetzt macht. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Saison nimmt ein paar Schritte Anlauf. Ihr hört das Pfeifen um uns rum. Die Sonne steht im Gesicht von Ben Voll im Kasten der Viktoria. Der unparteiische Willenborg pfeift an. Ball wird geschossen. Ben Voll hat die richtige Ecke, springt rechts runter, aber der Ball geht trotzdem ins Tor. Er steht 1:2 für den SV Werder Bremen. Aber das heißt gar nichts hier, Klaus. Das heißt, die Viktoria ist schon so häufig zurückgekommen. Wir haben das Herz am rechten Fleck. Ihr habt das gerade gehört, was Jakob sagte, das Herz am rechten Fleck. Genau das wird jetzt hier von der Viktoria auch wieder gebraucht. Die Werderaner gehen ganz gemütlich und langsam in ihre Hälfte zurück. Das ist auch schon ein ganz klares Zeichen. Man muss sich überlegen, das ist der Erstligist, wir sind hier ein Drittligist. Wir versuchten das Spiel aufzubauen, jetzt wird wieder gekämpft. Das, was gerade passiert, ist sehr, sehr sportlich unfair. Niklas Füllkrug bleibt in unserer Hälfte, zieht sich seine Stutznur und geht jetzt erst zurück. Jetzt können wir aber Anschluss machen. Die Viktoria hat den Ball über die rechte Seite, treibt Paco den Ball nach vorne. Wen nimmt er jetzt mit? Nimmt er von hinten wieder Schulz mit? Oder wen nimmt er mit? Paco hat den Ball auf der rechten Seite, nimmt Schulz mit, so wie ich es gerade vermutet habe. Schulz schaut jetzt nach links, schaut wieder nach rechts. Rechts geht Paco weiter. Und Paco ist jetzt ungefähr in der Mitte der Hälfte von den Werderanern, hat den Ball wieder, treibt ihn wieder nach vorne, dann wieder nach hinten. Schulz hat den Ball, die Viktoria versucht den Ball ganz, ganz ruhig aufzubauen. Auf die linke Seite hat Gregor den Ball bekommen, geht jetzt über die Mittellinie, gibt den Ball an unseren Spieler mit der Nummer 6. Er gibt ihn weiter direkt auf Schulz. Schulz ist jetzt schon in der Mitte der Hälfte von Viktoria, treibt den
Ball nach innen. Viktoria versucht das Spiel jetzt aufzubauen, versuchen jetzt hier trotz des 1-2 Rückstands sich nichts anmerken zu lassen. Paco hat den Ball, hat den weiter nach vorne. Er kommt jetzt zu Nacho. Nacho mit dem linken Fuß wieder auf Paco. Paco von der rechten Seite versucht den Ball jetzt nach innen zu tragen. Hat den Ball weiter, gibt ihn Nacho. Nacho gibt ihn weiter drauf. Die Viktoria versucht weiter. Das gibt es noch nicht. Mal 2 Minuten später. Philipp ist da und macht das 2-2. Ich weiß es nicht. Liebe Zuhörer, ich glaube, ich werde hier verrückt, weil ich hier erlebe. Jakob, hast du das gesehen? Was ein Tor! Da kommen wir einem Tränen in die Augen. Der Mann aus der Jugend vom SV Werder, der großer Werder-Fan ist, haut hier den Ball in die Maschen. Auf Fußball ist er den gehoben. Der Ball geht an den linken Pfosten und von da ins Tor. Pavlenka ist chancenlos. Philipp dreht den Spielstand hier erneut. Es steht 2-2. 2-2. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid uns nicht böse. Das ist eine Euphorie, die hier Jakob und Klaus hat. Wir sind so froh, dass wir das hier reportieren dürfen. In den 45 Minuten, die wir euch das erzählen können, versuchen wir die ganzen 45 Minuten von der ersten Halbzeit aufzuholen mit unserer Stimmung, Jakob. Und jetzt geht's weiter. Ein Glück hat das hier noch funktioniert. Ein Glück sind wir online gekommen. Ein Glück können wir das hier auf Ewigkeit festhalten. Was für ein Kampf von unserer Mannschaft, von dem Drittligisten, der hier es schafft. So in der, 79., 80. Spielminute erneut auszugleichen. 10 Minuten sind noch zu gehen. 10 Werderaner gegen 11 Viktorianer. Let's go. Let's go. Jetzt Einwurf von der linken Seite für Viktoria. Der Ball, der wird getrieben jetzt von Gregor. Gregor hat den Ball. Noch einmal ist das Einwurf. Da habe ich zu schnell einfach gesehen. Der Ball, der wird eingeworfen. Jetzt hat den Gregor wirklich auf der linken Seite. Stoppt ihn mit dem linken Fuß. Geht jetzt Richtung Mittellinie. Ich versuche gerade etwas ruhiger hier zu kommentieren, weil diese Aufregung ist einfach nur hervorragend. Das, was wir hier erleben. Auf der rechten Seite kommt Paco. Unten sehe ich auch gerade Olaf Janssen versucht die ganze Zeit die Spieler noch weiter nach vorne zu treiben. Jetzt kommen die Kölner und versuchen nochmal anzugreifen. Der Ball wird abgefallen von Niklas Füllkrug. Der Ball geht weiter über die Mittellinie, versuchen die Bremer heranzukommen, aber nichts ist da. Ja. Weiter geht es. Die Viktoria mit der Nummer 28 mit unserem Paco geht wunderbar. Jetzt ist hier purer Pokalkampf, den wir hier sehen, der hier wirklich stattfindet. Jakob, das ist ein hervorragendes Spiel. Du sagst es ganz richtig, es ist ein Pokalfight. Hier zählt jetzt nur die nächste Aktion und der nächste Pass. Die Viktoria ist auf Augenhöhe mit dem Bundesligisten. Auf der rechten Seite sprintet jetzt Najar mit dem Ball. Geht schon auf den Strafraum zu. Wird jetzt geblockt. Spielt auf David Philipp, den zweifachen Torschützen hier allein in der heutigen Partie. Den Ex-Werder-Spieler. Philipp spielt weiter an Korunkiewicz. Der auf Najar ohne Raumgewinn zurück auf Korunkiewicz. Und dann geht es in den Abwehrriegel der Viktoria an den Anschlusskreis zu Schulz, der den Elfmeter verursacht hat. Aber wen interessiert das jetzt noch? Es steht 2-2. Der Ball geht jetzt auf die linke Seite. Das ist Bogicevic. Bogicevic auf Leuch. Leuch mit einem weiten Diagonalball. Findet Korunkiewicz, super Brustannahme von ihm. Auf Najar. Najar lässt sich von Jung etwas rausdrängen. Und leider geht der Ball ins Aus. Und der Unparteiische sagt, hier war zuletzt der Viktoria-Spieler dran. Deswegen gibt es jetzt Einwurf in Form von Nikolai Rapp. Der findet Stache. Der Däne haut den Ball einfach nur auf die rechte Seite. Dort ist Mitchell Weiser. Er hat jede Menge Platz, bevor Niklas Main anläuft. Spielt. Da wurde ein super schlechter Pass geschlagen von Werder Bremen, aber keiner von den Viktorianern weiß, wer da rangehen soll. Jetzt auf der linken Seite B und Bittencourt durch. Jetzt im Strafraum, der kann schießen, der zieht ab. Außennetz. Das war eine ganz gefährliche Situation von der linken Seite, wie das gerade Jakob hier reportiert hat. Der Ball, der geht ungefähr 50 cm an der rechten Seite von Ben voll vorbei. Jo. Da haben wir etwas Glück gehabt. Aber. Was sollte, steht weiter 2-2. Das Spiel ist gerade unterbrochen. Ein Spieler von der Viktoria liegt auf dem Boden, krümmt sich, der Schiri geht zu ihm, zieht ihn hoch und der Spieler von der Viktoria steht wieder auf. Das ist unser Spieler mit der Nummer 37, Niklas May. Der doch wieder humpelt, nach vorne läuft und er scheint jetzt alles abzuschütteln. Er beißt sich auf die Zähne, weil das Spiel, das will er wohl auch zu Ende bringen. Und das als Sieger. Er möchte gerne hier als Sieger vom Platz gehen. Man sieht es ihm sehr deutlich an. Ja, das sieht man hier allen an, dass auch wenn sie nur gegen 10 Werderaner spielen, das ist wirklich was. Das kostet sie alle Kraft. Korunkiewicz gerade eben hat er auch noch ein kleines Trinkpäckchen zu sich genommen an der Außenlinie. Jetzt hat er schon wieder den Ball, spielt auf Schulz. Der im Doppelpass mit Russo. Jetzt geht der Ball nach links raus auf Greger. Alles noch im Abwehrverbund der Viktoria, die an der Mittellinie steht. Schulz wieder am Ball. Weiß nicht so richtig wohin. Spielt er rechts raus auf Korunkiewicz. Der steht an der Seitenauslinie, wird angelaufen von Stache.
spielt jetzt an Philipp. Philipp weiter auf Russo. Die stehen da alle klein, klein, machen ein Dreieck auf, müssen aber abbrechen. Da sind einfach zu viele Werderaner Beine. Der Ball jetzt auf der linken Seite der Abwehr von Viktoria Köln bei Gregor. Der spielt auf Bogicevic und der spielt zurück zu Ben Voll. Unser Torhüter spielt rechts zu auf Schulz. Ganz allein steht er in seiner eigenen Hälfte. Jetzt zu Koronkiewicz, schon in der Hälfte von Werder. Der wartet, bis Philipp startet, aber spielt dann auf Leuch. Der lässt klatschen und spielt zurück auf Ben Voll, unser Torhüter. Der spielt links raus auf Gregor. Naja, die lassen den Ball gut laufen, die Viktorianer in dieser Zeit. Kurz vor Spielschluss zeigen sie mit Spielfreude. Leuch jetzt mal mit einem weiten Ball einfach auf Philipp in den Strafraum. Ja, so ein Kopfballmonster ist er nicht. Und guck mal, wie der da. Alles okay bei dem? Oh ja. Ja. Ja gut, ich glaube schon. Oh ja, er läuft etwas schwer, Jakob. Tja, da muss man halt auch mal sagen, das ist jetzt heute, ne, 90 Minuten nicht gegen irgendeinen Wald- und Wiesenverein, den man vielleicht im Mittelrhein-Pokal trifft oder in der dritten Liga unter Umständen. Wobei, man muss ja jetzt auch sehr deutlich sagen, du hast das gerade sehr fein hier gesagt, wir haben hier den Ball 2 Minuten immer weiter verteilt. Ja. Das heißt, Werder hat sich ganz weit zurückgezogen. Werder weiß jetzt auch, wo der Hammer hängt. Ja, nachdem sie 2-mal in Führung gegangen sind und 2-mal den Ausgleich kassiert haben, sollten sie das auch langsam wissen. Die Viktoria wieder im Vorwärtsgang. Nein, der Ball kann von Niklas Stark unter Kontrolle gebracht werden. Ein erster Versuch, den Ball über Rapp nach vorne zu bringen, geht Postwenden wieder zurück in die Abwehrreihe. So steht er wenige Meter vor dem eigenen Strafraum, Niklas Stark, der Innenverteidiger vom SV Werder Bremen, spielt jetzt rechts raus. Na, da ist Mitchell Weiser. Weiser lässt klatschen, Weiser gegen 2 Mann, bleibt am zweiten hängen. Ach, schade. Da sagt nämlich der unparteiische Willenborg, das war ein Foul, Foul von Niklas May am Werderaner. Somit gibt es Freistoß, eine Sache für Anthony Jung, der jetzt den Ball links rausspielt auf Schmid. Schmid findet Füllkrug, der sich fallen lässt. Der spielt auf Stachel. Stachel kann den Ball gewinnen. Nein, Willenborg sagt, er war dabei im Abseits. Und jetzt lässt er sich auch noch fallen. Woraufhin Schulz zu ihm sagt, das war doch eine Schwalbe. Worin Stachel ihm gerne noch was hinterher wirft. Ich finde, die Gemüter sollten etwas ruhig bleiben. Oh, jetzt kommt es zu einer weiteren Einwechslung. Ja, das ist Waldrin Mustafa. Genau. Er kommt für den Doppeltorschützen. Und der Spieler des Tages. Ja, auf jeden Fall. Er hat gegen den SC Verl beim Auftakt in der dritten Liga schon eine Hütte gemacht und gezeigt, dass er auf jeden Fall dabei ist. Es ist David Philipp. Und Standing Ovation hier auf der Haupttribüne. Bei unseren Victoria-Fans auf der rechten Seite, auf der linken Seite, auf der Haupttribüne. Und auch wir beide müssen hier ihm nur Applaus geben, was er hier heute gebracht hat. Nach wie vor 2:2. Der Mann, der den Traum der zweiten Runde DFB-Pokal hier am Laufen lässt. Quasi unsere Snooze-Taste für nochmal 5 Minuten weiter träumen. Vielen Dank, Philipp, für deinen Einsatz. 2 Hütten in der zweiten Hälfte. Und der Ball ist schon wieder freigegeben. Noch während die Werderaner sich sortieren, hat die Viktoria ihn erneut in die Hälfte der Werderaner getrieben. Es ist Paco Koronkiewicz auf der rechten Seite. Bringt die Flanke rein an den zweiten Pfosten. Das ist Waldrin Mustafa. Der wird geschubst. Eiskalt geschubst in der Luft. Also klarer kannst du, glaube ich, jemanden nicht davon abhalten, einen Kopfball zu machen, aber der Unparteiische sagt, nein, das reicht nicht. Sei es drum, der Ball auf der linken Seite, Donny Bogicevic bringt ihn über Umwege an Lorch. Lorch wird angelaufen, bringt den Ball zum eigenen Abwehrverbund, zum Innenverteidiger, zu Michael Schulz. Der schlägt den Ball hoch und weit auf die linke Seite zu Bogicevic. Ah, dem wird der Ball weggenommen und rausgeschlagen, aber die Viktoria wieder im Ballbesitz. In der Hälfte. Also es ist kaum zu glauben, Jakob, das Spiel hier wird von der Viktoria gemacht. Wir treiben das Spiel immer weiter auf die rechte Seite. Es ist unglaublich. Aber es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Also du musst nur einmal den Ball verspringen lassen. Da haben wir so viele Nationalspieler beim gegnerischen Team. Weißt du, da haben sie auch noch einen polnischen Nationalspieler auf der Bank. Da ist einfach jede Menge Qualität. Du darfst keine Sekunde lang die außer Acht lassen. Immer fokussiert bleiben. Da hast du recht. Aber wenn ich das sehe, von der rechten Seite auf die linke Seite, von der linken Seite auf die rechte Seite, jetzt auf der rechten Seite, Nacho schlägt den Ball nach innen und Pavlenka fängt den Ball hoch in der Luft und hält ihn fest. Ja, er lässt sich aber Zeit. Ja, der 1,96 Meter große Nationalhörhüter aus Tschechien, seit 2017 beim SV Werder Bremen, da muss der eingreifen. Spielt jetzt den Ball auf Jung. Jung auf seinen Innenverteidigerkollegen Stark. Der wird hoch angelaufen von Mustafa. Deswegen spielt er wieder zurück auf Jung, der auf Pavlenka zurück. Der wird jetzt angerannt von Mustafa. Der hat noch richtig Körner am Tag. Macht das, Junge! Ja, Pavlenka in höchster Not schlägt er den Ball in die Hälfte der Viktoria. Dort geht der Ball an Gregor. Hat er gesehen, dass im Rückspiegel Weiser kommt? Ja, hat er gesehen. Das und so war spielt ein guter Rückspiegel. Oh, wei. der war gut eingestellt, ne? Ja, jetzt ist es. Michael Schulz wird nicht angegangen. Deswegen kann er den Ball schön weiter verteilen an Lorch. Der verteilt den Ball links raus zu Niklas May. Er steht wenige Meter in der Hälfte der Werder. Rana spielt jetzt zurück auf Schulz. Der spielt jetzt rechts raus auf Russo. Waldrin. Nata.
klein, aber wieder mal im Ballbesitz. Lorch sucht die Lücke, findet rechts Korunkiewicz. Der hat ein bisschen Platz, der findet Najar genau an der Eckkante, an der Kante des Strafraums, meine ich, Entschuldigung. Jetzt immer noch auf der rechten Seite ist Lorch und Korunkiewicz im Doppelpass. Wird der Ball zurückgespielt auf Michael Schulz. Sie lassen den Ball gut laufen, sie suchen die Schnittstelle, sie lassen sich auch nicht. Naja, die Zeit läuft ja auch irgendwo für Sie, oder Klaus? Ich meine, Sie sind einer mehr. Ich finde das, was Sie gerade bringen hier, ganz, ganz hervorragend. Sie treiben nicht den Ball nur nach vorne, auf Teufel komm rauf, dass Sie das dritte Tor schießen, sondern Sie wissen genau, wir sind der Drittligist. Wir können ja eine Überraschung machen, aber wir können uns auch Zeit lassen und machen es nicht wirklich ganz, ganz dominant, dass Sie jetzt nach vorne gehen, Jakob, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist hervorragend. Jetzt mal, dass die Werderaner den Ball behalten, nachdem sie ihn gewinnen. Und zumindest Mitchell Weiser holt hier einen Einwurf raus. Zeit, einen neuen Werderaner zu bringen. Marco Friedl, der eigentliche Kapitän, der allerdings eigentlich noch an einer Verletzung laboriert, heute mit seinem ersten Einsatz wieder. Und raus geht Anthony Jung. Daran merkt man auch, die Bremer lassen sich Zeit. Ganz in Ruhe geht Jung hier an die Seitenlinie und versucht rauszugehen. Friedl steht noch außen, klatscht jetzt Jung ab und steht nach wie vor 2:2. Wir schreiben die 90. Minute. In wenigen Sekunden werden wir auch sehen, wie viel Nachspielzeit hier noch bei uns im Höhenberger Sportpark gespielt wird. Gibt es hier eine Verlängerung? Das kann es doch gar nicht geben. Das ist wirklich etwas, was wir gerne hier sehen wollen. Und Freistoß für die Viktoria vom Mittelkreis aus auf die linke Seite. Die letzte Verlängerung war noch gar nicht so lange her hier im Sportpark Höhenberg im DFB-Pokal. 4 Minuten. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt Suel Najar gegen Rapp. Oh, da zeigt der Zähne und beißt sich durch, spielt den Ball zu Handel. Handel spielt weiter auf Paco Korunkiewicz. Der findet wieder Najar. Najar, kann er in den Strafraum eindringen? Nee, ein paar Meter rechts davon geht er jetzt zur Grundlinie. Verliert dann aber den Ball an Rapp. Und rutscht da wunderbar rein. Der Rapp kann ihn nicht nach vorne schlagen. Einwurf von der Eckfahne, ungefähr einen Meter entfernt. Hier von der linken Seite. Ja, so sieht's aus. Was wird jetzt angezeigt? Ah ja, da hat sich jetzt Schmied den Ball genommen und ist mit dem gute 20 Meter gelaufen. Und jetzt sagt der Unparteiische, nein. Geh mal bitte wieder zurück zu deiner Eckfahne, wo du hingehörst. Das waren gerade 2 Meter, genau. Er macht den weiten Einwurf. Stachel kriegt ihn auf den Kopf, kann den weiterleiten, aber der Ball geht in die Reihe der Viktoria und zwar zu Niklas May. Der ganz abgebrüht flickt den Ball zurück zu Chris Greger. Der spielt zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Schulz. Schulz wartet, bis er angelaufen wird. Und dann bilden sie ein Dreieck, das machen sie gut, wie sie die Werderaner laufen lassen hier im Kleinfeld. Jetzt mal durch die Mitte, das ist Lorch und er nimmt sich ein Herz und er schießt mal aus 30 Metern einfach drauf. Ball geht ein bisschen zu hoch über den Kasten von Pavlenka, aber hey, zumindest noch mal hier in der Nachspielzeit eine Möglichkeit. Und jetzt heißt es wach bleiben. Jetzt, wenn man eigentlich schon mit dem Kopf dabei ist, einen Schluck Wasser zu trinken, ne? Sich die Verlängerung mal so schön auf der Zunge zergehen zu lassen. Nein, jetzt heißt es noch 2 Minuten so richtig konzentriert bis zum Abpfiff der regulären Spielzeit zu kommen oder der ersten 2 Hälften. Die reguläre Spielzeit ist ja bereits vorbei. 2 Minuten sollten noch drin sein. Pavlenka jetzt mit dem weiten Ball. Ball geht auf den Kopf von Füllkrug, aber die Viktoria kriegt den zweiten. Verliert ihn wieder und jetzt ist es Füllkrug auf der linken Seite, der mal laufen kann. Nein, Schulz schnibbeliert ihn den Ball vom Fuße und kickt ihn in die Hälfte der Werderaner. Dort kann der Ball allerdings von Rapp aufgenommen werden, der den Ball auf die rechte Seite bringt. Jetzt mal ein weiter Ball, ein Laufball, der noch abgelaufen werden kann. Stache fällt im Strafraum, Schiedsrichter sagt aber nichts. Uiuiui, ich glaube, der ist wirklich über sein eigenes Bein gestolpert. Ball kann jetzt von Niklas May humorlos rausgeschlagen werden. Mustafa springt drin den Ball, um ihn zu kriegen, aber es gibt nur einen Wurf für Werder. Nein, für die Viktoria. Für die Viktoria. In der Hälfte der Viktoria. Wir haben noch eine Minute zu spielen, Jakob. Eine Minute. Mein Gott, mein Puls geht schnell, sag ich dir. Meine auch. Ich versuche, die Minute in Sekunden gerade zu zählen. Sie dauern so lange, diese Sekunden. Wir wollen hier in die Verlängerung. Die Viktoria hat sich das verdient. Sie hat ein hervorragendes Spiel in der zweiten Halbzeit hier gezeigt. Jetzt wird das Spiel wieder aufgebaut von hinten. Ganz, ganz ruhig hat unser Spieler mit der Nummer 3 den Ball. Das ist Schulz. Schulz treibt ihn nach vorne auf die linke Seite. Links haben wir den Ball. Der Ball wird wieder zurückgespielt zu Greger. Greger hat den Ball geschoppt mit dem rechten Fuß. Dann mit dem linken Fuß wieder auf die linke Seite. Hier die
Spieler, die Zuschauer auf der Haupttribüne stehen langsam auf. Es ist ein Standing Ovation, was wir hier erleben. Das ist einfach nur hervorragend. Der Erste steht, der Zweite steht und die Viktoria treibt den Ball nach vorne. Dort hat er den Ball, schiebt ihn nach vorne. Der Ball wird abgefangen von den Bremern. Jetzt muss die Viktoria hinten wachsam sein, dass wir das 2:2 in die Halbzeit, nein, bis zum Schlusspfiff hinbekommen. Was macht der Schiri? Der Schiri könnte meiner Meinung nach hier schon lange abgepfiffen haben. Aber vielleicht gelingt uns deshalb noch der Lucky Punch. Vielleicht noch ein letztes Mal den Ball einfach hoch und weit in den Strafraum kloppen. Wer will es machen? Russo? Nein, der gibt nochmal an Schulz. Schulz steht in seiner Hälfte, wird nicht angegriffen. Kann sich eigentlich aussuchen, was er macht. Handel lässt sich fallen. Russo wird angespielt. Bringt den Ball rechts auf Korunkiewicz, der zu Nadja, der tunnelt jemanden und Korunkiewicz hat zu spielen. Der trägt den Strafraum rein. Schieß, Junge, schieß! Pavlenka da ran. Tor! 3:2! Man mag es kaum glauben. 3:2! 3:2! Ich kann es kaum glauben. Wir alle warten darauf, dass jemand ruft abseits, dass jemand ruft nein. Wir träumen, das kann nicht sein. Es ist die 94. Spielminute und die Viktoria schießt das 3:2 gegen den SV Werder Bremen. Und ich rede noch von einer Verlängerung. Nein, wir brauchen keine Verlängerung. Wir schaffen es in 90 Minuten plus 4. Und der Schiri pfeift ab. Das Spiel ist 3:2 für unsere Viktoria. Hervorragend, Jakob. Viktoria Köln gewinnt mit 3:2 gegen den sechsfachen DFB-Pokalsieger, gegen den Bundesligisten, gegen den SV Werder Bremen. Wir stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und hier gibt es kein Halt mehr. Hier gibt es kein Halt. Hier gehen die Flaggen, hier fliegen die Schals. Hier sind die Kinder auf den Schultern ihrer Eltern. Jakob, wer hat das Tor gemacht? Ich konnte es nicht erkennen. Ich konnte es nicht erkennen. Es kann das nicht ist wahr ja sein. Unglaublich. Liebe Zuhörer und Zuhörer, gegenüber die Seite, sie ist grün-weiß. Keiner ist noch am Jubeln. Eine Tragödie ist das für die Werder-Fans. Ja. Die sind ganz leise. Hier auf unserer Seite, wie wir es eben gesagt haben, schon, es ist Standing Ovation. Es wird geklatscht, es wird gefeiert, es wird gejubelt. Und willst du raten, wer es war? Wer war es? Es war Donny Bogicevic. Nein, das gibt es doch der nicht Mann, schon wieder. Der Mann, der schon der Spieler des Spiels war. Gegen Perl hat er auch ein Tor gemacht, ganz genau. Mein Gott, hier muss er zwar nur den Abstauber machen, aber diesen Abstauber so ins Dreiangel zu jagen in der 94. Spielminute. Und das hatten wir dafür ein Näschen, dass dieser Mann jetzt bei uns ist. Dass dieser Mann jetzt bei uns ist, haben wir nicht Glück, sondern da haben wir gute Späher gehabt. Ganz hervorragend. Das ist nie mehr Barcelona. Wir haben hier Karneval in Höhenberg, hier mitten im Sommer. Hier im August wird Karneval im Sportpark gefeiert, Jakob. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist einfach nur hervorragend. Wenn man das sieht, was hier auf dem Platz los ist. Fotografen sind da. Guckt ihr mal bitte unseren Besten nicht an. Ja. Wie er sich doch mit den anderen freut sich und umarmt. Der verletzte Becker gibt den Philipp hoch. Unglaublich, was hier passiert. Ja, meine Güte. Zweimal im Rückstand, zweimal aufrot und dann in der 94. Minute das 3:2 gemacht. Also die Viktoria ist das Stehaufmännchen des deutschen Fußballs in diesem Jahr 2023. Das wir ist so da. Schönes Sehen, wenn man hier sieht, wie ein Franz Wunderlich, wie ein Trainer Olaf Janssen, wie ein Co-Trainer Pschenska hier die Leute umarmt. Es ist so wunderbar. Wunderbar. Und das Niemals. War verdient. Das war wirklich den Schneid abgekauft von einem Bundesligisten. Wie geil fühlt sich das denn bitte an? Es fühlt sich sehr geil an, Jakob. Es ist einfach nur toll. Schau dir mal bitte diese Szene auf dem Feld an, wie dort rumgetanzt wird von unseren Spielern und allen anderen, von den Betreuern und allen Menschen, die hier der Viktoria etwas Gutes wollen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird jetzt alles abgesperrt. Wir wissen nicht, wie die Werder-Fans jetzt reagieren. Bis jetzt sind sie sehr, sehr ruhig. Für die Werder-Fans tut es mir natürlich leid, aber da wir hier auch das Radio von Viktoria Köln, von Shell Sig sind, können wir uns natürlich nur freuen über dieses 3:2, Jakob. Ja, wir sehen, dass beim SV Werder Bremen die ersten Fans über den Zaun springen. Aber die Stimmung wirkt hier nicht aufgeladen, sondern eher betrübt. Jetzt kommen auch die Werder-Spieler und klatschen sie ab. Ja. Aber lasst uns lieber über unsere Viktoria reden. Und wie, schau auf die rechte Seite, wie was beim los Block ist. So manches Trikot ausgezogen wird und so mancher freier Oberkörper gezeigt wird, während Fahnen in Rot und Schwarz wehen. Ein wunderbares Bild. Ach, das haben die sich so verdient. Und
Du sagtest gerade ein wunderbares Bild. Es ist aber kein Wunder, dass die Viktoria hier 3-2 gewonnen hat. Nein, sie hat sich das auch verdient. Sie haben den Gegner wirklich schwindelig gespielt. Unermüdlich sind sie aufgestanden, sind sie wieder auf den Angriff rübergesprungen. Jetzt bilden sie einen Spielerkreis. Olaf Janssen hält eine Ansprache und jetzt wird gefeiert, jetzt wird getanzt. Luca Masaila, der eigentlich verletzt ist mit einem Muskelfaserriss oder sowas im Oberschenkel, tanzt hier so wie alle anderen auch. Verrückt, es ist einfach verrückt. Einfach verrückt, was hier heute passiert ist. In der ersten Halbzeit war es uns nicht möglich, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dem Spiel zu beteiligen. Dann ist Jakob da. Jakob ist nicht nur 5 Minuten dran, nein, er hat 45 Minuten, 60 Minuten gearbeitet. Jakob, das hat sich gelohnt. Ich sage dir von allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlichen Dank, das hast du klasse gemacht. Und wir konnten jetzt hier diesen Sieg, wir konnten 4 Tore noch reportieren in der zweiten Halbzeit. Ja. Und es waren die wichtigen. Und wir haben 3-2 gewonnen. Jakob, dir nochmal ganz herzlichen Dank von allen Zuhörern, von mir nochmal. Ich sage auch den Zuhörern und Zuhörern ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und dass ihr diesen tollen Sieg von unserer Viktoria miterleben durftet. Ja, auch von meiner Seite. Ich trinke jetzt erstmal Beruhigungswasser. Und ich auch. Mir eine Freude. Mir war es auch eine Freude. Jakob, ein schönes Wochenende und liebe Fans, feiert unsere Viktoria. Macht's gut. Ciao, ciao.